FD Remixed, ein Wissenschaftskommunikationsprojekt des BMK. Zielsetzung ist, euch Jugendliche für Forschung, Technologie und Innovation zu begeistern. Ich heiße Anja Klautzer. Ich studiere auf der Uni Wien den Master Kartografie und Geoinformation, aber eher mit dem Fokus auf Geoinformation. Und ich arbeite derzeit für die SBA Research im Bereich IT und Cybersecurity und versuche eben aus geografischen Blickwinkeln die Probleme dort mit zu lösen und einfach ein bisschen einen anderen Approach zu finden und mit Geodaten einfach auch in der IT-Security Fuß zu fassen. Ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag beginnt normalerweise damit, dass ich erstmal meine GIS-Software aufbaue. Das mache ich meistens, dass ich dann mir die unterschiedlichen geografischen Layer in meine Software einlese und mir dann halt einfach erstmal die Visibility von allen Geodaten, ob das jetzt Punkte, Linien oder sonstige Objekte, geografische Objekte sind, das baue ich mir erstmal so auf, damit ich das alles richtig gut sehen kann. Und dann je nach Projekt, je nach Arbeitsschritt, mit dem ich mich gerade befasse, analysiere ich diese Daten und versuche dann halt auf irgendwelche Muster oder auf irgendwelche andere Resultate zu kommen, die mir halt irgendwie einen Lösungsweg oder etc. irgendwie in dem Dreh was vorschlagen, um dann halt irgendwie die Fragestellung in die Richtung beantworten zu können. Also ich sitze mit meinen Kollegen in einem relativ großen Raum. Wir sind insgesamt, glaube ich, 5 oder 6 Leute in unserem Büro. Aber es herrscht eine extrem offene und freie Arbeitsatmosphäre bei uns im Büro. Das heißt, wir haben auch einen großen Social Room, wo es immer zu Interaktionen mit den Kollegen kommt und schon auch allein danach interdisziplinär einfach auch viel ausgetauscht wird. Man dann halt auch immer wieder von Kollegen Input bekommt, weil man dann halt irgendwie beim Mittagessen über irgendwelche Probleme redet, mit denen man sich gerade rumschlägt, wenn man irgendwo festhängt. Und dann kriegt man von ganz vielen unterschiedlichen Gruppen kriegt man dann Input, und das finde ich eigentlich auch immer ziemlich cool, weil dann halt einfach der Blick nicht so starr aus einer Richtung kommt, sondern dann halt einfach auch Ideen dazu reinkommen, an die ich jetzt nicht denke, weil ich eben aus meinem Background, aus meinem Fachgebiet das nur betrachten kann. Und deswegen finde ich das echt schön, dass wir halt eigentlich alle gemeinsam zusammenarbeiten. Ich habe eine Glühbirne mitgebracht, weil ich mich derzeit mit meinem Forschungsprojekt mit dem österreichischen Stromnetz befasse. Wir versuchen, das Stromnetz anhand von öffentlichen, gecrowdsourceten Geodaten aus dem Internet zusammenzubasteln, einfach weil viele dieser Daten von den Netzbetreibern nicht zur Verfügung gestellt werden können, dürfen, wollen. Das ist dann immer Ansichtssache. Aber das Stromnetz ist einfach für sehr vieles die Grundlage, und deswegen wollen wir halt auch schauen, wo da Schwachstellen sind, wo sind Lücken, was kann man damit alles machen, wo sollte man sich besser sichern, und das versuchen wir eben in meinem aktuellen Forschungsprojekt umzusetzen, und deswegen die Glühbirne. Also im Bachelor habe ich den Geografie-Bachelor gemacht und dann jetzt eben den Masteraufbau in Kartografie und Geoinformation. Ich habe mich dafür entschieden, weil vor allem im Bachelor sehr viele unterschiedliche Ansätze waren, ob das jetzt physiogeografische oder humangeografische Sachen waren, sich dann relativ schnell für mich herausgestellt, dass eben die technische Seite für mich die interessanteste ist, und deswegen jetzt eben auch den Master in Geoinformation. Und ich glaube einfach, dass man mit diesem Schwerpunkt trotzdem in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen arbeiten kann. Also man ist jetzt nicht eingeschränkt und man muss jetzt nicht unbedingt nur in dieser Sparte, in diesem Bereich arbeiten, sondern Geoinformation ist sehr vielseitig einsetzbar, und das hat mich einfach dann gereizt, und deswegen wollte ich das machen. Ich denke, wenn ich mir selbst jetzt noch einen Rat geben könnte, wäre, dass ich mich vielleicht nicht von anderen Faktoren, wie jetzt beispielsweise Eltern oder Freunde, vielleicht beeinflussen lasse. Und ich hätte mir vielleicht direkt nach der Schule ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen, um herauszufinden, was ich tatsächlich studieren will. Ich habe das dann erst leider ein bisschen später gemacht und bin dann erst ein bisschen verzögert zum Geostudium gekommen. Also wenn ich das nochmal machen könnte, dann würde ich mir direkt nach der Schule vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen,
auf das zu hören, was ich studieren möchte und vielleicht nicht mitziehen eventuell oder das zu tun, was meine Eltern vielleicht als richtig oder als sinnvoll erachten würde. Das würde ich jetzt vielleicht anders machen.